Die Rokoko-Kämpfe gehen in Japan bis ins 16. Jahrhundert zurück. Weil noch heute noch gibt es die Rokoko-Kampftreffen in ganz Japan. Man treffen sich die Dörfer am Fluss und fliegen gerade über den Fluss, bis sie sich eingefangen haben und in den Fluss stürzen. Und dann steht das Dorf hinten an der Leine und zieht, das heißt Warscheu.